Hallo Leute, in diesem Guide schauen wir uns an, wie du den Würfel, die Prüfung des Schicksals, freischaltest und um was es eigentlich geht. Den Würfel kannst du in Hauptstädten finden. Auf der Karte wird er praktischerweise als großer Würfel angezeigt. Klickst du nun auf den Würfel und es öffnet sich die Meldung, du musst eine Quest abschließen. In deinem Quest-Tagebuch kannst du diese Quest jedoch nur finden, wenn du das Zugangsticket Würfel mindestens einmal gefunden hast. Das Zugangsticket ist ein zufälliger Drop in den Chaos Dungeons. Es wird bei den Bossen in Etage 2 fallen gelassen. Um deine Chancen auf das Zugangsticket zu erhöhen, kannst du Chaos Dungeons täglich zweimal mit möglichst vielen Charakteren machen. Hast du ein Zugangsticket gefunden und klickst auf den Würfel, sieht das Menü so aus. Der Würfel ist ein instanzierter Dungeon mit folgenden Besonderheiten. Pro Run wird ein Zugangsticket benötigt. Wenn du stirbst, ist der Run vorbei. Der Würfel besteht aus mehreren Etagen mit jeweils einem zufälligen Effekt. In der Regel gibt es 15 bis 19 Etagen. Je mehr Etagen du schaffst, desto mehr Loot gibt es. Jede Etage hat einen einzelnen Timer. Läuft dieser ab, geht die Etage in eine Art Enrage-Mode. Und spawnt sehr fiese Geister, die massiven Schaden verursachen. Du kannst am Ende der Etage wählen, ob du deinen Run hier beenden möchtest. Diese Option solltest du nicht wählen. Wenn du stirbst, erhältst du dennoch die Belohnung der zuletzt beendeten Etage. Daher solltest du immer so weit pushen wie möglich und es gibt keinen Grund, freiwillig vorher aufzuhören. Ich verlinke euch oben rechts ein Gameplay-Video zum Würfel, falls ihr euch das anschauen möchtet. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Falls ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Für ein Abo würde ich mich riesig freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!